Mama mia auch. Heute ist das Kamerakind faul. Legst du den Motorrad eigentlich öfter hinten in den Anhänger? Passiert schon mal. Strafe Fahrweise. Wie sieht das eigentlich schön aus hier? Ja, ist wie im Kinderzimmer so ein bisschen. Ich dachte gerade, wegen hast du dein Motorrad geklaut oder hast du einen Dekor drauf? Hier, dort. Der Nachbar hat gefragt, ob wir einen 32 vorbei haben. Aber ich verneine, ich habe gesagt, ich schraube heute nicht an der Strecke. Jetzt den passt schon nicht. Der muss noch ja, das ist immer die andere schon drin ist. Warum? Damit ich nicht vergesse, welche ich nehmen muss. Komm, geht's zum Nachbarn? Nee, der hat ja schon alles. Ich konnte ja nicht dienen mit meinem tollen Werkzeug. Wir sind heute in Seifen. Also ich war noch nie hier. Aber ich bin ein bisschen aufgeregt. Hab extra hier die guten Sandreifen raufgezogen. Dunlop macht's möglich. Ich habe einfach nur einen besten Sponsor. Guck mal, was ich heute für Sachen anhab. Guck mal. Guck mal. Weil beim Stehen verbrennt man nämlich mehr Kalorien. Ich brauche immer. Ich würde sagen, dass es der Sattel ist. Das für können wir gleich mal weitergehen, Tech Talk. Bei Nico kannst du nämlich auch nicht. Was haben wir noch auf jeden Fall? Ja, wegen wird das auf jeden Fall. Sind wir jetzt alle wieder drin? Voll. Ich habe gestern erst gewechselt und wollte mal. Ich komme ein bisschen her, ist so der Punkt, wo es immer Stand ist, habe ich mal. Ich bin bei gerade bei Technikfahrer mal ein ganz schlechter Ansprechpartner. Also wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch eigentlich mal noch so für nächste Videos wünscht. Weil immer halt nur hier so Vlogs im mehr oder weniger ähnlichen Stil auf der Crossstrecke. Kann man machen, aber geil ist halt, nee, weil irgendwann ist ja immer derselbe Schutz. Kaufen Sie Crepe, kaufen Sie Eis. Einmal Schranke rot-weiß bitte. Pommes? Wollen Sie Pommes kaufen, junger Mann? Wir haben Pommes mit Mayo und Pommes mit Ketchup. Aber wir können auch mit Senf servieren, aber das gibt eigentlich nur zur Bratwurst dazu.
Tell me how to live my life. Feierabend heute. Zuerst so ein bisschen abboden und. Aber. Nico, hat Spaß gemacht heute? Können wir also wieder mal herfahren? Denn machen wir mal jetzt. Ja, genau hier. Was wir noch gucken wollten. Wie sehen denn hinten die Nähte alles aus nach dem ersten Tag fahren? Gut. Oh ja. Heute war ja große, wie soll man sagen, große Ausprobieren von den neuen Sachen. Handschuhe. Hier so einen kleinen Wecker fahren und jetzt Welle machen. Hat eigentlich ganz gut gehalten. Hier unten so der ganze Druck. So. Tragen sich gut. Ich hatte jetzt nicht das Problem, dass ich irgendwie Falten oder so eine Hand hatte. Hier ein bisschen fusseln, aber. So. Was haben wir sonst? Die Lieder sehen gut aus, muss man steuern. Also werden wir noch ein bisschen testen, bevor wir euch die Sachen zum Kaufen geben. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, kommentiert das Ganze. Was wünscht ihr euch? Und dann sehen wir uns im nächsten Video.